Zebra Vision wird Ihnen präsentiert von Schau ins Land Reisen. Ihr Duisburger Reisespezialist für weltweiten Traumurlaub seit beinahe 100 Jahren. Aus für den Pokalsieger. Nach dem Sieg im Niederrhein-Pokal ist im DFB-Pokal schon in der ersten Runde Schluss. Der Zweitligatabellenführer aus Nürnberg war für die Zebras doch eine zu große Hürde. Zweimal trafen die Franken und offenbarten damit die zurzeit deutlichste Schwäche des MSV, die Standardsituationen. Puh, ist echt schwer zu verteidigen. Ne? Ecke sind richtig scharf, genau gut platziert und die Spieler laufen schon mit Anlauf. Und man weiß auch, gegen Raum, wenn du in Raum verteidigst, ist es schwer aus dem Stand zu springen. Und klar muss man auch in Körper reingehen und mehr auf Spieler sich konzentrieren, nicht nur in Raum. Aber dementsprechend werden wir auch weiterarbeiten. Ne? Heute ist Standards, man kann sagen, dass wir auch Lehrgeld zahlen müssen. Chancen, die Gegentreffer zu egalisieren und das Spiel in eine andere Richtung zu lenken, hatten die Zebras genug. Doch im Abschluss fehlt es zurzeit an Kaltschnäuzigkeit. Am Samstag gegen Heidenheim soll das anders laufen. Weil wir halt eine ordentliche Leistung auch in letzter Zeit gebracht haben, denke ich, dass auf lange Sicht oder in der Zukunft auch die Resultate stimmen werden. Ein wichtiger Faktor werden in Zukunft weiterhin die MSV-Fans sein. Ich glaube auch, wenn man hier verliert, sind nicht jedes Mal so begeistert wie heute. Und ich habe auch jetzt gesehen, dass wir richtig Gas gegeben haben, dass wir alles probiert und gemacht. Und dementsprechend bin ich stolz, dass auch 10.000 neue Spieler uns gefeiert haben. Das bringt uns nicht Punkte oder bringt uns nicht weiter in die zweite Runde in den DFB-Pokal. Aber mit dieser Stimmung, dieser Atmosphäre kann man auch schon rechnen. Und freue mich, dass die Zuschauer voll hinter uns sind und uns unterstützen. Dankeschön. Und wir Fans bedanken uns dann hoffentlich am Samstag für die ersten 3 Punkte der Saison. Aus im DFB-Pokal. MSV entgehen 320.000 Euro. Das 1:2 gegen den 1. FC Nürnberg und damit das Ausscheiden im DFB-Pokal war für die Meidericher nicht nur sportlich ein Verlust. Durch das Aus in der ersten Runde entgehen dem MSV Mehreinnahmen von mindestens 320.000 Euro. Dennoch sieht der Geschäftsführer Peter Mohnhaupt den Zweitligisten finanziell gut aufgestellt, wie er im Interview mit Reviersport klarstellte. Bei der Finanzplanung der Saison war diese Summe nicht berücksichtigt worden. Zudem sei der Vertragsabschluss mit dem neuen Haupt- und Trikotsponsor, dem Wettanbieter Xtip, ein wichtiger Baustein für die finanzielle Stabilität des Vereins. MSV-Frauen verlieren Testspiel. Die Siegesserie der vergangenen Testspiele der Frauenmannschaft des MSV ist gerissen. Gegen den Erstliga-Absteiger kam die Truppe von Trainer Christian Franz Pohlmann allerdings unter die Räder. 1:4 hieß es am Ende aus Sicht der Meidericherinnen. Am Freitag, den 18. August um 19 Uhr trifft der MSV an der Mündelheimer Straße auf den Regionalligist VfL Bochum. Zebra Vision wird Ihnen präsentiert von Schau ins Land Reisen. Ihr Duisburger Reisespezialist für weltweiten Traumurlaub seit beinahe 100 Jahren.